Oh, was rieche ich da? Oh, was rieche ich da Leckeres? Freunde, riecht ihr das? Ich finde, es riecht nach Pancakes. Wo gibt es hier Pancakes? Hallo? Wo kommt dieser Geruch her? Da unten. Ich rieche es genau von da unten. Okay. Wo sind wir hier? Ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass ich an diesem Ort schon mal war. Oh mein Gott, wie cool. Wir sind in der Taverne. Oh, wie heißt die nun mal? Zum fliegenden Ungeheuer. Hallo, Herr Gastwirt. Willkommen im Gasthof zum fliegenden Ungeheuer. Ihr seid gestern sehr spät angereist. Wie geht es euch? Also, ich kann nicht für Susanna sprechen, aber mir geht es entsprechend natürlich sehr, sehr gut. Vor allem, weil ich der Monsterstadt von Tag zu Tag ein Stückchen näher komme. Was ziemlich cool ist, um ehrlich zu sein. Naja, der Bürgermeister der Monsterstadt hat sich auf den Weg in das Zentrum der Monster gemacht. Du meinst Tristan? Ach so, er möchte Ausweise für euch besorgen. Hey, stimmt, wir kommen gar nicht ins Zentrum der Monster rein ohne unsere Besucherausweise oder sowas. Darf es etwas zu trinken sein oder ein leckeres Monsterfrühstück vielleicht? Ich hab Pancakes gerochen. Habt ihr Pancakes? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß nicht, was er da gerade sagt, aber wenn ihr Pancakes habt, könnt ihr mir oben welche aufs Zimmer stellen. Das wäre mega nice, okay? Jo, cool, die Leute hier sind immer noch... Hey, ich erinnere mich sogar an den... Wisst ihr das noch? Letztes Mal bei Minecraft Monster, wir sind ja jetzt in Minecraft Virus, apropos Minecraft Virus, Ladies and Gentlemen, erstmal hi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft Virus, darf ich natürlich nicht vergessen, wir sind nämlich hier wieder da. In Minecraft Monster war schon mal dieser Typ da und der hat nämlich da schon das Mädchen da vorne so angestarrt. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber der hat ein ziemlich großes Mundwerk, muss ich sagen. Und an dich erinnere ich mich auch. Hi, was machst du denn hier? Hey, du warst letztes Jahr schon hier. Ich erinnere mich an dich. Ich erinnere mich auch an dich. Du sahst nämlich so hübsch aus mit deinem wunderschönen Herbstkostüm oder was das ist. Bist du nicht das Mädchen, das den Vampir besiegt hat? Ja, mehr oder weniger. Meine kleine Fee Cora hat mir natürlich geholfen. Aber ja, tatsächlich, das war ich denn wohl mehr oder weniger. Hey, cool, sie weiß es sogar noch. Abgefahren. Den kenne ich sogar auch noch. Hat der nicht Armdrücken gegen sie verloren? Wisst ihr das noch? Ich glaube, der hat... Lust auf eine Runde Arm drücken. Ach, du hast keine Chance gegen mich. Aber ich werde jetzt erstmal die Frühlingsluft draußen genießen und eine Runde draußen spazieren gehen. Was soll denn das? Warum, was ist denn, hä? Moment. Auf Anweisung von Tristan soll ich ein Auge auf dich und deine Freundin haben. Ihr könnt nicht einfach gehen. Hä, wie ist denn das jetzt gemeint? Bis zu Tristans Rückkehr? Bleibt ihr hier. Susanna ist oben auf ihrem Zimmer. Vielleicht gehst du lieber auch auf deins. Jetzt wirklich? Ich darf nicht nach draußen? Hä, wieso denn nicht? Oh doch, Freunde, das darf nicht wahr sein. Wisst ihr, was ich glaube? Tristan wollte uns ja zu einer Anhörung bringen. Wir haben nämlich letztes Mal, als wir den Vampir besiegt haben, mussten wir einige Sachen machen, wie beispielsweise TNT in der Monsterstadt zu zünden. Und Aiden und Quinn haben da geholfen. Und Susanna hat auch ziemlich viel Mist gebaut, muss ich sagen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir jetzt zu dieser Anhörung müssen und dass wir deswegen jetzt hier nicht raus dürfen, damit wir halt safe dahin gehen oder sowas. Oh nein. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Kommen wir nicht irgendwie raus? Das ist auch verriegelt. Das war letztes Mal offen, da konnte ich auf meinen Balkon gehen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Warte mal, was ist hier hinter? Toll. Toiletten. Ach, hier auch? Wow, hier ist auch eine Toilette drin. Und wo ist Susannas Zimmer? Kann ja eigentlich nur oben sein, oder? Susanna? Gast! Susanna! Okay, hier ist ihr Zimmer. Wollen wir sie mal stören? Wir können ja mal mit ihr reden. Vielleicht hat die eine Ahnung, wie wir uns um diese komische Anhörung drücken können. Susanna, ich bin's! Machst du auf? Hi! Warte mal. Hä, sie scheint gar nicht da zu sein. Hä, wo ist sie denn? Das verstehe ich nicht. Hä? Wo ist Susanna hin? Das kann doch nicht wahr sein. Seht ihr die Schatten da? Das ist sogar vom fliegenden Ungeheuer, was hier oben rumfliegt. Da müssten wir eigentlich hin. Tristan besorgt uns ja gerade die Ausweise. Aber Susanna ist nicht da. Ist sie denn irgendwo in diesem Gasthaus? Sie war doch nirgends unten. Das gibt es doch gar nicht. Sie muss doch hier irgendwo sein. In meinem Zimmer ist sie auch nicht gewesen. Hä? Ey, warum ist hier Glas? Was macht hier Glas? Ich meine, hier ist doch...
Überhaupt kein Glas. Was hätte kaputt gehen können, oder? Oder? Alter. Oh, Susanna. Du bist manchmal so gerissen. Sie hat das einfach, oh Leute, sie hat einfach das Glas vom Fenster abgebaut und ein Gemälde vorgehängt, damit es niemand merkt. Aber die Frage ist, wo ist sie hin? Oh, da kommen wir doch niemals runter. Da unten liegt sogar ein bisschen... Oh, warte mal, da ist eine Leiter. Haha. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut. Wir schaffen das. Und wir kommen runter. Da liegt ein Schwert auf dem... Hey, das war das Schwert! Oh mein Gott, ich erinnere mich. Das war das Schwert, was Susanna mal bestellt hat vom Antiquitätenhändler. Was liegt denn das hier rum? Und es zeigt in die Richtung? Okay. Ey, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Richtung, oder? Vielleicht hat Susanna das ja extra dahin gelegt. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es halt echt nicht. Aber hier ist doch, warte mal, hier ist sogar noch eine Höhle auf der Insel. Oh Gott, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Wenn uns jetzt jemand hier draußen erwischt, wir dürfen ja eigentlich gar nicht die Taverne verlassen. Hier war doch eine Höhle. Nee, hier ist sie nicht. Hier ist sie nicht in der Höhle. Sie muss also irgendwo in diesem Teil der Insel sein. Oh, ich hoffe, dass mich niemand hier sieht. Oh mein Gott, Leute. Jetzt vorsichtig. Oh mein Gott, das ist mich erschreckt. Da tanzt einfach ein Schaf rum. Alter, ich dachte, es ist schon Tristan oder irgendjemand. Der muss ja aufpassen, dass wir auch zu unserer Anhörung gehen. Aber sie ist nicht hier. Oh, verflixt. Warte mal. Ich komme doch hier bestimmt irgendwie hoch, oder? Zack. Yes. Oh, Wahnsinn, easy cheesy. Wirklich Wahnsinn, was du hier wieder mal geleistet hast. Das muss ich dir schon lassen. Oh nein, ey, das gibt's doch gar nicht. Susanna? Hä? Ich guck mal nach oben. Sie ist doch nicht... Ist sie hier irgendwo? Ich weiß... Da ist eine Werkbank. Da unten steht sie. Hä, was macht sie denn da? Irgendwie Holz platzieren? Hä? Susanna? Hey! Was machst du denn hier? Hi! Ey, wir sollten doch im Wirtshaus, im Gasthof sein. Du kannst doch nicht einfach abhauen. Warum bist denn du gegangen? Im Gasthof bleiben? Bist du wahnsinnig? Hast du eine Ahnung, was uns bevorsteht? Ja, habe ich. Eine Anhörung. Das bedeutet nichts Gutes. Mich werden sie nicht bekommen. Okay, ist ja gut. Hilfst du mir, das Boot zu bauen? Du willst du abhauen? Willst du wegfahren? Oh mein Gott, Susanna, das kannst du doch nicht machen. Aber okay, ich kann dir helfen, wenn du so eine Angst hast. Bestimmt. Aber wir dürfen uns halt nicht erwischen lassen, ne? Warte mal, ich nehme mir mal... Oh, ich falle ja auch schon ins Wasser. Ich nehme mir mal was aus deiner Kiste. Und dann bauen wir das Boot einfach zusammen. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben ein Boot gebaut. Ey, das sieht mega fesch aus. Wirklich, Susanna. Wir haben es echt drauf, oder? Guck dir das mal. Was hast du? Wow, damit kann ich sicher fliehen. Du solltest mich begleiten. Ich würde dich super gerne begleiten, Susanna. Und ich möchte auch nicht zur Anhörung. Aber ich bin ja nicht die Einzige, die vor Gericht steht. Aiden Quinn. Und weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe Cora noch nicht getroffen, seitdem ich in der Monsterwelt bin. Was ist, wenn Cora auch vor Gericht steht? Ich kann die da nicht alleine lassen. Aiden und Quinn. Cora? Du willst dein Leben für sie aufs Spiel setzen? Sie sind nicht deine Familie. Aber es sind meine Freunde, Susanna. Das ist auch wichtig. Nun gut, Easy. Ich fahre jetzt. Du gehst besser schnell zurück, bevor Tristan bemerkt, dass du mir geholfen hast. Wenn du mich erreichen willst, öffne dieses Geschenk. Es weist dir den Weg zu mir. Hey, okay. Also soll ich das erst aufmachen, wenn ich dich erreichen möchte? Alles klar. Na gut, Susanna. Du wirst befehlen. Dann mach dich auf die Reise. Ich sollte wirklich schnell zurück. Alles klar. Wir sehen uns dann. Tschüss. Okay, Freunde, so. Es wird auch schon bald Abend. Die Sonne steht schon ziemlich tief. Wir sollten jetzt unbedingt langsam mal zurückgehen. Und hoffentlich werden wir nicht erwischt. Hey, ich sollte Susannas Schwert mitnehmen. Das ist mega wichtig, dass sie das hier nicht irgendwie... Das hat sie vergessen. Das gibt's doch gar nicht. Da oben ist das fliegende Ungeheuer. Ihr seht's wahrscheinlich gerade schon. Und jetzt müssen wir hier... Alter. Ah! Autsch. Das tat ein klein wenig weh. Ich gebe es zu. Aber wir schaffen das. Ich habe gerade nicht gesprintet. So, warte mal. Zack, wir sind oben. Oh Gott, ich hoffe so sehr, dass wir nicht erwischt werden. Ich hoffe so sehr, dass wir nicht erwischt werden. Ist hier jemand drin? Lass es so tun, als wären wir nur ein Gesicht. Wir sind nur ein Gesicht. Okay, hier ist niemand. Ich glaube, wir schaffen es. Ich glaube, wir schaffen es, Leute. Ich habe das Schwert. Hier ist keiner. Oh Gott, wir sind drin. Wir sind drin und niemand hat uns erwischt.
Warte mal, lass mal runterschauen, ob Tristan schon wieder da ist, hier unten irgendwo. Tristan? Herr Gastwirt, haben Sie Tristan gesehen? Den Bürgermeister? Nein, er ist noch nicht zurück. Am besten, du legst dich so lange schlafen. Ich sage dir Bescheid, sobald er da ist. Na gut, alles klar. Okay, Tristan ist scheinbar noch nicht da. Wir haben heute ein Boot gebaut und Susanna zur Flucht verholfen. Ach Mensch, Susanna, da flieht sie einfach. Na gut, alles klar, so warte mal. Das heißt, oh, die Sonne geht wirklich unter. Ich mach mal diese Lampe aus, sie ist voll hell. Die stört mich irgendwie beim Schlafen. Oh, ich habe sie kaputt gemacht. Naja, dann muss er halt eine neue Kerze dahin stellen. Kann ich ja nichts dafür, wenn die einfach kaputt geht. Da geht die Sonne unter und wir legen uns jetzt erstmal eine Runde aufs Ohr. Oh, easy cheesy. Wir müssen dich bitten, uns zu begleiten.